Projektunterricht an der IGS Celle wird in Form des themengebundenen Unterrichts durchgeführt, der TU Navi. Ich schalte direkt ins Geschehen. Melissa und Flora, hallo. Also Paul, wir sind hier im Navi-Raum und TU heißt themengebundener Unterricht. Und es wird aus mehreren verschiedenen Fächern unterrichtet und es gibt immer ein Thema, das wir speziell bearbeiten. Und bisher hatten wir auch das Thema Tiere und haben dazu einen Ausflug gemacht. Wir haben uns das ganz genau angeguckt und wir haben gerade das Thema Wasser und gucken uns das gerade in der Arbeitsphase genauer an. Und danach haben wir eine Projektphase und im Moment bearbeiten Flora und ich gerade einen Versuch und Flora kann uns das mal schnell erklären. Also wir machen gerade im TU Navi Eigenschaften des Wassers und hier haben wir ein Glas, wo ein Strohhalm drin ist und der sieht geknickt aus. Also die Lichtbrechung ist in der Luft anders als im Wasser und darum sieht der Strohhalm geknickt aus, aber er ist nicht geknickt. Und nach der Arbeitsphase, die wir gerade haben, haben wir eine Projektphase und dazu bearbeiten wir viele Projekte, wie zum Beispiel Plakate machen wir dann oder Präsentationen auf dem iPad und so. Zum Beispiel thematisieren wir Tiere im Wasser, Wasser im Körper und Wasser in der Musik. Und das war's auch mit dem kleinen Einblick in TU Paul. Ich mag an der IGS das Forum, weil man da was vorstellen kann. Ich finde die Lernbüro-Lehrer und die Lernbüros generell ziemlich toll. Ich bin gern hier, weil wir nur Doppelstunden haben. Wenn man nicht gut in der Schule ist, hat man so Niveaustufen.